Ich aktiviere Reinforcement of the Army und nehme mir damit einmal Skystrike Ray auf die Hand. Okay, Patrick, ich aktiviere mein Crash und sage Skystrike Ray. SpongeBob, aber ich habe keine Ray auf der Hand. Was? Chat! That's a really good one. Hey, Jungs, bleibt beim Thema. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sauberteen und heute sprechen wir mal ein bisschen über Cheaten in Yu-Gi-Oh! Ist es wirklich in den letzten Jahren einfacher geworden? Und spezifisch über Remote Duel Cheating. Bevor wir jetzt aber anfangen mit den Cheats, die euch die Leute quasi auftischen wollen, auf jeden Fall mal dem Video ein Like gelassen für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Weiter geht's. Es gibt seit ein paar Tagen ein Video von einem Cheat, der bei der YCS passiert ist, der jetzt auch nachgewiesen ist. Und da werden wir einmal drüber sprechen und so grundsätzlich einmal Cheating. Was meine ich mit Cheating? Wenn ihr etwas tut, was ihr nicht dürft, ihr lügt, logischerweise Karten spielt, die ihr gar nicht habt. Es gibt dafür ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr quasi eine Starthand habt, legt ihr eure Hand weg und nehmt euch eine andere Karte und spielt die aus. Keine Frage, das ist halt einfach ein Mogeln. Das andere ist, wenn ihr einen Spielzug macht und ihr quasi in dem Spielzug etwas verändert, was ihr eigentlich nicht verändern dürft. Zum Beispiel eine andere Karte woanders hinzubewegen, als wäre das halt ein Magnite. Und das andere ist natürlich, wenn ihr lügt. Und Lügen in Yu-Gi-Oh! Ist eine ganz, ganz schwierige Thematik, denn das ist eine sehr hohe Strafe, wenn ihr beim Lügen erwischt werdet. Und das ist ziemlich kritisch, denn das Video, um das heute gehen wird, hat die Folge, dass halt gelogen wurde, sonst wäre das gar nicht passiert. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, was passiert ist. Also der Spieler hier hat einmal Impermanence aktiviert, um den generischen Panko-Drop zu annullieren. Dann hat er in derselben Zone, wo er Impermanence aktiviert hat, einmal Sudek Barrage aktiviert. Und hat gesehen, als der Barrage aktivieren wollte, den Effekt, die zu bewegen und dann Barrage zu aktivieren. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, dieser Spieler, dem gegenüber sitzt, der ist ja nicht dumm. Der hat gesehen, Barrage aktiviert. Ja, vollkommen fein. Was soll er denn machen? Er ist ja negiert. Und dann wollte der andere Spieler Barrage aktivieren. Und natürlich ist ihm dann aufgefallen, Alter, das ist meine Impermanence-Zone, da kann ich nicht aktivieren. Und wollte die dann verschieben. Und der Gegner hat logischerweise gesagt, ey Digga, nee Mann, du hast dir da ausgespielt und das ist jetzt so, ne? Das ist ein Spielfehler, dazu habe ich bald auch ein Video gemacht, wie du sowas vermeiden können. Ich bin da komplett auf der Seite von dem Spieler, der gesagt hat, Digga, nee, geht nicht. Dann haben die einen Judge gerufen und die haben dem Judge gesagt, was passiert ist. Jetzt hat der Judge aber für den geruled, der Barrage bewegt hat. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, what are your thoughts on the situation? And is Magnite really the best deck? Was? Warum? Das ist doch offensichtlich. Nein. Es gilt in Yu-Gi-Oh! Immer eine Unschuldsvermutung. Das bedeutet im Endeffekt, wenn du nicht nachweisen kannst, dass jemand etwas getan hat, dann kannst du es halt einfach nicht beweisen, dann ist er halt unschuldig. Jetzt in dem Fall so, wenn der Gegner sagt, er hat das getan, und der Gegner sagt, nö, hast du halt keinen Beweis dafür. Das Witzige ist, was jetzt aber folgt, weil es gibt ja dieses Video, was ihr gerade gesehen habt, von dem, was passiert ist. Das heißt, der Judge hat ja gefragt gehabt, hast du die Karte in die Zone aktiviert? Und er muss darauf ja gesagt haben, nein, sonst wäre das ja nicht so geruled worden. Und das ist kritisch, denn das ist eine Lüge an einen Head Judge, denn es ging nachher zum Hedgehog-Dueling, weil das war ein Bubble-Match. Als der Sieger geht in Top 16, als diesen Spieler werden wir auf jeden Fall auch sehen, oder Top 32, müssen wir in die Richtung. Das ist kritisch, denn Lügen an einen Judge ist ein DQ und Bann. Das Aufnehmen, by the way, ist auch eine Strafe, die von Konami auch verhängt werden wird. Das heißt, der das aufgenommen hat, wird wahrscheinlich auch einen Bann bekommen, aber der Typ, der gelogen hat, wahrscheinlich sogar 3 Jahre. Das ist nämlich nicht gut. Jetzt können wir sagen, man kann ja gar nicht herausfinden, wer der Typ gewesen ist. Doch. Es hat legit einen Tag gedauert, dann kam das hier. Ich habe es wohl immer jetzt verpixelt, weil ich nicht möchte, dass ihr wisst, wer das gewesen ist. Und Kitsune Gaming, der Sponsor auf dem T-Shirt, was da drauf war, hat sogar gesagt gehabt, so, ne, Digga, wir haben damit nichts zu tun. Ist also auch dann dazu nochmal ein Statement gekommen von der Firma, die oben drauf kam, was ganz funny ist. Dann hat DB Grinder dazu ein Video gemacht und DB Grinder hasst Cheater wie die Pest, die man in dem Video merkt. Sehr, sehr interessant. Aber das ist natürlich nur ein Weg zu cheaten. Die anderen Wege sind zum Beispiel Karten halt links neben dem Tisch zu haben oder unterm Tisch, um halt damit halt die richtigen Karten aktivieren zu können. Wie ihr sowas vermeiden könnt oder wie ihr vermeiden könnt, dass eure Gegner sowas bei euch tun können. Konami hat gesagt, die Hände müssen quasi im Bild sein. Das heißt, ihr müsst die quasi so sehen können. Und die Karten auch in der Hand. Das heißt, dann könnt ihr das nicht cheaten, logischerweise. Das heißt, wenn ihr das so macht, wie Konami es halt haben möchte, dann könnt ihr in dem Fall so nicht gecheatet werden. Und die Hände müssen auch im Bild bleiben, dass sie quasi nicht außerhalb von dem Spielfeld gehen. Auch das ist eine Möglichkeit, wie der Gegner nicht cheaten kann. Bei den Topcard machen die es anders. Die machen quasi 2 Kameras. Einmal so eine Headkamera, wie jetzt sowas hier, und einmal eins fürs Spielfeld. Erstmal sieht quasi, was der Spieler gerade so tut. Da kann man also ganz gut unterscheiden, ob er jetzt cheatet oder nicht.
Ich möchte noch einmal ganz kurz auf zwei Cheats hinweisen, die im Remote-Duel extrem schwer herauszufinden sind. Einer davon ist für euch relativ gut umgehbar, dass ihr quasi sagt könnt, macht das nicht, dann kann er das nicht tun. Der zweite ist schwierig beim Remote-Duel zu erkennen. Wir fangen mit dem ersten an. Wenn ihr jetzt also euer Deck nehmt und ihr sagt, diese fünf Karten hier, die ich habe, die finde ich halt super geil. Die kann ich ja dann einfach umdrehen und ins Deck packen. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, das sieht man ja. So sieht man das, so sieht man das auch, aber so in der Regel nicht. Und wenn ihr jetzt also euer Deck so hinpackt, dann wird der Gegner das nicht sehen. Und deshalb ist mein Tipp an euch, wenn euer Gegner das Deck so liegen hat, sagt ihm einfach, Digga, dein Deck muss so sein. Und dann würdet ihr auch direkt den Cheat bemerken. Und dann, wenn sowas passiert, Judge rufen, ihm das zeigen und dann ist ein DQ vom Gegner, der ist halt nicht mehr da. Das heißt, ihr kriegt dann einen Matchwin. Auf jeden Fall gut zu wissen. Der zweite Cheat ist ein bisschen weniger offensichtlich, aber auch möglich. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach mal das hier. Wenn ihr euch die Karten so anguckt, sehen die Karten an sich sehr, sehr ähnlich aus. Also die haben dieselbe Struktur, ist vom selben Hersteller. Was ihr nicht sehen könnt ist, diese Karten haben leicht verschiedene Texturen und leicht verschiedene Farben. Das ist bei einer Webcam, wie jetzt hier bei meiner Cam, wie ihr seht, nicht wirklich gut zu erkennen. Wenn ihr weiter weg seid, bei einer Webcam-Qualität, seht ihr das gar nicht. Aber in Person, wenn ich die Karte hier so hinlege, kann ich quasi sehen, welche Karte welche ist. Wenn ich also sage, dass diese Karte hier Ash Blossom ist und die andere Karte Coldplay ist, dann kann ich das erkennen. Und das ist kritisch. Und das lässt sich auch nicht anders umgehen, weil es hat ja nicht jeder eine HD-Kamera, wo man das wirklich halt sehen könnte. Das heißt, das ist ein Punkt, der lässt sich leider nicht aufhalten. Jetzt natürlich die Frage, ist Cheaten einfacher geworden? Ich sage es mal so, einfacher nicht, schwieriger zu catchen. Das heißt, es gibt auch vorher Wege, wie man halt cheaten kann, wenn ihr nicht aufpasst. Jetzt ist es halt so, ihr könnt halt nicht wirklich viel machen, weil ihr das halt nicht nachweisen könnt. Selbst der Judge über die Webcam kann solche Sachen wie jetzt mit den verschiedenen Kartenhüllenfarben auch nicht wirklich sehen. Was macht man da? Einfach warten, bis Remote Duel vorbei ist und wir wieder auf richtige Events gehen können und andere Cheater kommen und sowas machen. Denn ihr müsst immer darauf achten, dass der Gegner vielleicht nicht cheatet, weil vor allem bei Higher-Tier-Events kann sowas halt auf den höheren Tables mal passieren. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Dann würde ich sagen, das war's schon für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.